Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Rise of the Tomb Raider. Ich habe mir erstmal Schrecken eingejagt, weil aus irgendeinem Grund wollte plötzlich kein Sound wiedergegeben werden. Und ich dachte mir, scheiße, jetzt hat die Aufnahme keinen Sound. Wie ist das jetzt passiert? Etc. pp. Und dachte mir so, toll, super. So kann das weitergehen, ne? Aber dann war es anscheinend einfach nur mein Headset, obwohl das entsprechend eingestellt war, wollte es wohl dann doch nicht mehr so, wie ich es wollte. Aber mein Headset ist nicht kaputt. Nein, 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 nein. Ich habe es einmal ausgestöpselt und wieder reingestöpselt, da war alles wieder gut. Gut, dass ich von der Stelle auch aus Pfeile machen kann. Das wäre sonst etwas blöd gewesen, ne? Vor allem, wenn der unter mir verschwunden wäre. Oh nein, da unten ist was gewesen. Oh nee, jetzt gehe ich nicht den ganzen Weg nochmal zurück. Glocken. Die alte Stadt ist nah. Das ist ja auch nochmal was. Lara, wir sind auf dem Berg über dem Gletscher. Kannst du Trinity sehen? Ja, sie beginnen mit ihrer Operation. Ich betrete jetzt die alte Stadt. Hör zu, Sophia. Greif nicht zu früh an. Wir werden noch warten. Ich kontaktiere dich bald wieder. So, eine Karte mit Geheimnissen haben wir gefunden. Was ist das denn? Ich weiß nicht, was das ist. Ach, Federn wahrscheinlich. Kann ich das da mitnehmen? Nein, kann ich auch nicht mitnehmen. Aber hier ist noch was. Das habe ich ja komplett übersehen. Jetzt. So, das da bitte. Das da bitte. Da. Machst du das jetzt mal? Wie oft soll ich denn noch E drücken? Jetzt. Ich dachte, ich wäre tot. Die Kälte nagte an mir. Ich wurde schwach. Selbst als ich die Leute des Propheten auf dem Kamm eines seltsamen grünen Tales lagern sah. Schritt für Schritt, mit gezogenem Schwert, trottete ich weiter. Ich wollte angreifen, einen Kampfschrei ausstoßen. Als ich bewusstlos wurde und in den Armen der Ketzer zusammenbrach. Sie wissen, wer ich bin. Sie haben Trinity erwartet. Sie haben nicht viel, aber sie ernährten und wärmten mich, bis ich wieder gehen konnte. Der Prophet sagte, ich könne jederzeit gehen. Aber sie nahmen mir meine Klingen. Selbst bewaffnet könnte ich diesen Mann kaum töten. Ich habe den Orden enttäuscht. Ich habe mich selbst enttäuscht. Aber ich lebe. Das ist auch mal eine interessante Wendung. So, da brauche ich auch nicht mehr. Kann ich noch Pfeile herstellen? Oh ja, ein paar. Mache ich einfach mal. So. Sonst ist hier vermutlich nichts. Okay. Also ich finde, die Gestaltung ist sehr interessant. Ist da unten irgendwas? Nee, okay. Sah so komisch aus. Ach so, ich hab's nicht gerafft. Er hat irgendwas mit dem Propheten gesagt, ne? Ich hätte auch gerne meine ganz normalen Haken verwendet, ne? das erinnert mich jetzt sehr an den Vorgänger. Da gab es ja schließlich auch diese eine Stelle, wo du so mitten im Feindesgebiet warst. Und da dann so weiter musstest.
ist schon ganz schön mutig, ne? Ich wäre nicht so ins Blinde gestürzt, in der Hoffnung, dass da irgendwie Wasser oder irgendwas oder fester Boden ist. Also, wo ich nicht tot aufkomme, natürlich. Oh Mann. Oh Mann. Aber gegen die kämpfen bringt ja nichts, ne? Ist da unten eigentlich irgendwas? Hätte ich mich da fallen lassen können? Vor allem, dass nicht auffällt, dass ich hier bin. Das finde ich sehr interessant. Da sind die doch nicht so gut, wie man immer sagt, hä? So, mal gucken. Sie scheint nichts zu sagen und es kommt auch kein Hinweis, dass das... dass es jetzt kein Zurück mehr gibt, ne? Zumal ich auch gar nicht weiß, wo das letzte Grab ist. Also ich weiß, wo Grab Nummer 8 ist. Das ist in diesem Tal gewesen und davor habe ich jetzt... Also ich habe mir die Karten nochmal angeguckt gehabt und habe da jetzt nichts weiter gefunden gehabt. Oh ja. Und das fällt so gar nicht auf, ne? Ist aber schön, dass die hier immer herumlaufen und anscheinend Patrouille machen und keine Ahnung was, auf was sich vorbereiten. Oh Gott! Breiten die sind so viele. Breiten die sich auf Trinity vor oder was ist hier los? Ich hinterlasse diese Notizen für jeden, der mir vielleicht nachfolgt. Ich bin schwerer verwundet, als ich dachte. Das wird nicht heilen. Heute Nacht versuche ich ein letztes Mal, diesem eisigen Grab zu entfliehen. Doch ich zweifle an meinen Kräften. Die göttliche Quelle ist hier, auf der Spitze des höchsten Turms. Aber sie ist für mich unerreichbar. Mit der Quelle sind die Unsterblichen des Propheten nicht aufzuhalten. Eine Armee von Geistern und Teufeln, die niemals stirbt. Eine Verhöhnung von Gottes Schöpfung. Sie sind keine Menschen mehr. Sie überwinden jede Armee, die sich ihnen entgegenstellt. Sie lernen mit jedem Tod, jeder Wiedergeburt. Sie passen sich an. Sollte Trinity sie eines Tages bekommen, fürchte ich, dass wir nicht besser sein werden. Vielleicht wäre es besser, wenn sie für immer verschwunden bliebe. Ich wollte es gerade nochmal abspielen. Oh, ja, 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 ja. Das wird noch ordentlich Panik in mir auslösen. Jetzt schon wieder so eins. Ein Lagerfeuer. Ich guck gerade noch ein bisschen, bevor ich mich ransetze. Einfach nur, was es gibt. Also ich kann auf jeden Fall darüber. Und hier, das ist nur so eine kleine Ecke, okay. Sie sagt immer noch nichts und immer noch kein Hinweis, dass es jetzt kein Zurück mehr gibt. Also dürfte noch eins kommen, mindestens. Mist! Ich dachte gerade... Nein.
Also rein theoretisch hätte er sie sehen müssen, ne? Und auch erkennen müssen, dass da eine Hand auf... beziehungsweise was Dunkles auf hellen Untergrund ist, ne? Lara! Du solltest doch noch gar nicht springen. Ich habe doch gar nichts gedrückt, dass du springst. Also damit du springst. Mist! Dass ich überhaupt so geistesgegenwärtig war, sich zu verstecken. So, okay. Upsa. Ich muss ja so machen. Ich hab die verkehrte Waffe. Also sie können schon sterben, aber es bringt halt nicht viel, ne? Anscheinend. Nein, 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 lass das. Lass das. Schnell heilen. Sind jetzt noch welche? Oh, 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 hier sind welche. Hier sind welche. Ich sollte vielleicht mal eine andere Waffe nehmen, hä? Es klappt. Sehr interessant, wie man die lootet. Da sind dann, bleiben so kleine Päckchen übrig. Also Musik ist immer noch. Ach so, hupsa, verkehrte Taste. Oh nein. Sehr gut im Ziel, muss ich sagen. Ach, perfekt, das kann ich da auch erwischen. Anscheinend sind da immer noch irgendwo welche. Ich möchte mich aber hier erstmal umsehen. Hm? Nee, doch, die Musik hört nicht auf. So, okay, okay, okay. Guck gerade so ein bisschen. Aha. Interessant, interessant. Vielleicht nur so ein bisschen gucken, ob hier nicht irgendwie noch was Verstecktes ist. Aber ich glaube, hier noch weiter nach oben komme ich gar nicht, ne? Nee, scheint nicht der Fall zu sein. Ich könnte eigentlich auch die auswählen, ne? Hehehe.
Schon niedlich. Muss so ein bisschen gucken, ne? Also die Musik, nein, die macht keine Panik. Überhaupt nicht. Die dröhnt auch nicht in den Ohren. Also für mich ist es definitiv zu laut eingestellt. Halten schon ein bisschen was aus, muss man mal dazu sagen. Ich bleib vielleicht doch mal bei dir. Oder ich nehme. Vielleicht nehme ich auch die Schrot mal. Also für die Entfernung, ich muss mal gucken. Ich kann ja sonst auch die Pistole nehmen. Die habe ich immerhin auch selten benutzt. Oh nein. Regine, Scott Austin! Ich nehme wieder die da. Upsa, mich erwischt. Nein, 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 nein. Halt dich, halt dich, halt dich, halt dich. Ja, ich weiß, war ein bisschen nah dran, aber Lara ist ja hart im Nehmen. Denn? Da unten. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich stelle mich döver an. Als ich es eigentlich möchte. Ich wollte das eigentlich von oben machen, aber ich habe es irgendwie total verkackt. Wo ist der andere jetzt hin? Da. Oh je. Welch ein Zufall, genau jetzt. Ist das so weit niedergebrannt, dass ich dahin kann, ne? Hätte auch mehr mit diesen Töpfen arbeiten können, mit dem griechischen Feuer, aber ich war ein bisschen, ich wollte ein bisschen was machen. Und, ja. Mit denen da hätte ich auch die oben töten können direkt. Ja, ich war ein bisschen in Panik eigentlich. Sagen wir einfach, wie es ist, ne? So, okay. Aber ich dachte halt, die wären so in der Hinsicht unsterblich, dass egal was ich mache, die direkt sich heilen und so weiter und so fort. Nicht, dass die verpuffen und dann in der Quelle einfach wieder geboren werden. Wie es ja scheinbar der Fall ist. General, wir haben in der Nacht Seltsames beobachtet. Unser Lager liegt oberhalb von Kitesh und die Stadt bereitet sich auf den Angriff vor. Sie glauben immer noch, dass der Angriff aus den Bergen erfolgen wird und werden unserem Ansturm von der anderen Talseite nicht erwarten. Aber ich muss berichten, dass am Turm im Herzen der Stadt etwas Unheimliches vor sich ging. Wir beobachteten, wie hunderte gepanzerte Soldaten ihn erklommen und anschließend ein Licht den Himmel spaltete. Das Geräusch erschütterte mich zutiefst. Es klang wie eine Armee hungriger Geister. Dann stiegen die Männer wieder hinab. Ich weiß nicht, was die Spitze dieses Turmes bereithält. Wir dachten, es seien Schätze. Aber es ist wohl etwas völlig anderes. Okay. Ja, wir wissen ja, was am Turm der Spitze ist. Das ist ziemlich merkwürdig. Es weist skythische Züge auf, aber es sieht aus wie ein... Nein, unmöglich. Ja, was denn?
Na, was sieht es aus, Lara? Du darfst ruhig mehr sagen. Wir haben die Tore verriegelt, um sie am Eindringen zu hindern. Die Reiter kommen und ich muss die Menschen beschützen. Mütter mit Kindern. Alte Männer wie mich. Alle, die nicht kämpfen können. Wir haben ausreichend Nahrung und Wasser, um uns für die Dauer des Angriffs am Leben zu halten. Sollten die Atanatoi fallen und es zu einer Belagerung kommen, werden wir hier sterben. Für diesen Fall habe ich genügend Tollkirsche, um die Kleinsten sicher hinüberzugeleiten. Hoffentlich kommt es nicht dazu. Ach, sowas ist krass, ne? Wenn man schon sich vorbereiten muss, damit man nicht getötet wird, sondern sich selber das Leben nehmen kann, so nach dem Motto, ja, besser durch meine Hand als durch jemand anderen. Und wer weiß, was die dann überhaupt erleben würden, ne? Also es kann ja auch deutlich schlimmer sein, als es jetzt so den Eindruck vermittelt, sag ich mal. Also ich kann rüberklettern? Nee, ich kann nicht rüberklettern, das ist ein Rückweg. So, und hopp mit dir hoch. Ich bin ja schon mal froh drüber, dass man die Unsterblichen wirklich töten kann, auch wenn sie wiederbelebt werden. Aber wenigstens ist es nicht so ein aussichtsloser Kampf, sag ich mal, ne? Wenn einer auf dich zukommt, dass du weißt, okay, jetzt bist du tot. Da gibt's kein Entkommen, so nach dem Motto. Schön. Da sind welche eingefroren. Ein kleines bisschen jedenfalls. Kann ich hier gerade keine Munition herstellen? Okay. Weil es das Knicklicht in der Hand hat, ne? Lara! Sie dürften jede Minute durch das Eis brechen. Es ist Zeit für euren Angriff. Glaubst du, ihr könnt sie aufhalten? Aber wir können dir etwas Zeit verschaffen. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Will nicht denn jetzt? Das wäre auch so ein perfekter Ort für einen Lagerplatz, weil sowieso die Folge eigentlich vorbei ist und ich gerne eigentlich an einem Lagerplatz aufhören würde. Am liebsten ja an dem, der sagt hier, hey, es gibt kein Zurück mehr. Die Kammer der Seelen. Die göttliche Quelle muss dort sein. Der Weg zum Stadtzentrum führt anscheinend durch dieses Tor. Ich tippe ja darauf, dass die Stadt, dass die Quelle dort ist, weil das da so schön leuchtet. Und das Einzige ist, was oben ist, also ziemlich weit oben und nicht kaputt. Okay. Ach, guck, da ist ein Lagerfeuer. Perfekt. Gut, dann nehme ich das hier noch mit. Das lese ich noch. Ich habe versagt. Es gibt keine Entschuldigung für meine Sünden. Ich habe meine Hände auf der Jagd nach dem Propheten mit Blut besudelt. Und jetzt ist alles dahin. Als die Belagerung begann, taten die Anhänger des Propheten das Undenkbare. Sie richteten ihre Waffen auf die Gletscher und begruben ihre eigene Stadt. Mongolen wurden ebenso wie die Anhänger des Propheten vom Eis zermalmt. Der Khan und seine Krieger sind tot. Die Einwohner Kitesch sind gebrochen und verstreut. Nur ich überlebe im eisigen Herzen der Stadt. Meine einzige Gesellschaft ist die unsterbliche Armee des Propheten, in deren Augen eine gottlose Flamme brennt. Auch jetzt suchen sie in den Ruinen nach Überlebenden. So, gut. Dann gucken wir mal. Ich weiß nicht, wie ich mir ein unsterbliches Wesen vorgestellt habe, aber Jacob erscheint so menschlich, was er in all den Jahren gesehen haben muss. All diese Erfahrung, dieses Wissen, es ist schwer zu begreifen. Und doch hat er sein Volk seit Generationen angelogen. Alles für dieses Geheimnis. Welche Wunder werden mit der göttlichen Quelle befreit? Werden die Menschen endlich die wahre Natur der Seele verstehen? Oder enthüllt sie eine wissenschaftliche Entdeckung? Eines ist sicher, Trinity darf keine Kontrolle darüber haben.
Ja, gut. Das ist jetzt für mich die Stelle, wo ich einen Schnitt setzen werde, wo wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen werden. Bis dahin dann tschüss, eure Teil.